Denn wir wissen, Handel ist eine freiwillige Aktivität, wo beide Akteure einen Nutzen draus haben, einen Gewinn draus ziehen. Und das ändert sich nicht dadurch, dass zwischen beiden eine Landesgrenze verläuft. So, dann freue ich mich, Sie zum zweiten Teil begrüßen zu dürfen. Es geht um Freihandel und Globalisierung und da gilt dasselbe wie auch schon heute früh. Das Ganze findet statt auf der Folie dieser beiden vorbereitenden Videos, die Sie schon kennen. Das heißt, es geht jetzt darum, auch nochmal hier die Essenz daraus zu ziehen. Was bedeutet das denn eigentlich für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen? Darum geht's. Und auch da gibt es leider viele wirtschaftspolitische Irrtümer, die auch etwas mit der sehr kollektivistisch missverstandenen Makroökonomik zu tun haben. Und den möchte ich gerne jetzt mit Ihnen zusammen auf den Grund gehen. Wenn Ökonomen auf die Welt schauen, dann sieht die eigentlich erstmal so aus. Ja, wir überlegen uns ökonomische Aktivität, Vorteilhaftigkeit des Handels. Und wenn Sie mal durch die ersten beiden Videos durchgehen, da kommt eine Landesgrenze nie vor. Und das ist auch gut so. Denn die Vorteilhaftigkeit des Handels hat überhaupt nichts damit zu tun, ob zwischen den beiden Beteiligten zufällig eine Landesgrenze verläuft oder nicht. Deshalb machen wir in unserem tagtäglichen Leben Gebrauch von diesen Handelsvorteilen. Auch wenn wir zum örtlichen Bäcker gehen, zum Friseur, überall da wirken genau dieselben Vorteile der Spezialisierung und des Handels, wie wir sie auch aus dem internationalen Handel kennen. Es ist da ein bisschen etwas vielleicht schiefgelaufen in der Theorieentwicklung, denn diese geniale Erkenntnis, dass es auf die komparativen Vorteile ankommt, die sind von Ricardo am Beispiel des Außenhandels erst entdeckt worden und dann auch einer breiten Öffentlichkeit klar geworden. Er wollte damals seinen englischen Landsleuten die Angst vor dem Handel, dem freien Handel mit Portugal nehmen, weil seine damaligen Mitbürger auf der Insel Sorge hatten, die Portugiesen seien einfach in allem so überlegen, dass sie die britische Konkurrenz vom Markt fegen würden. Und da ist er eben auf die Idee gekommen, das kann eigentlich doch gar nicht sein, und hat dann dieses berühmte Theorem der komparativen Vorteile entwickelt, von dem wir bis heute zehren. Und es dauerte dann sehr lange, bis Mises endlich auf die Idee kam, das hat doch gar nichts mit dem Außenhandel zu tun. Es ist ein grundlegendes Prinzip dafür, dass wir ökonomische Aktivität in sozialen Kontexten erleben. Ja? Und von daher ist eigentlich das, was ich Ihnen jetzt erstmal präsentiere, etwas, was eigentlich ein Nebenprodukt sein könnte des allgemeinen Nachdenkens über ökonomische Zusammenhänge. Das gilt innerhalb eines Landes und es gilt außerhalb eines Landes. Deshalb ist für uns Ökonomen die Welt eigentlich so, wie sie ist und nicht so. Ja? So schauen wir eher aus politischen Kontexten drauf und natürlich jetzt auch zunehmend aus Sicht der ökonomischen oder der internationalen Wirtschaftspolitik, weil offenbar an diesen Landesgrenzen Unterschiede bestehen für ökonomische Aktivität, je nachdem, ob die Beteiligten diesseits und jenseits der Landesgrenze leben oder eben auf einer Seite. Aber es ist letztendlich eher etwas Künstliches und die normale Sicht auf die Weltwirtschaft wäre eigentlich diese hier. So, jetzt kann man sich fragen, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Außenwirtschaft, wenn doch die Prinzipien, die dahinter stehen, universell sind? Und dann kann man in der Tat erstmal sagen, ja, das Allermeiste hat mit der Außenwirtschaft selber überhaupt nichts zu tun. Also die Arbeitsteilung, die Spezialisierung ist ein Phänomen, das gilt unabhängig von Landesgrenzen. Ein Koordinationsverfahren zu finden, also insbesondere ein marktwirtschaftliches System zu verstehen, das gilt innerhalb der Landesgrenzen wie darüber hinaus. Macht erstmal
keinen Unterschied. Es geht darum, die Produktionsfaktoren optimal so einzusetzen, dass damit am Ende die meisten Konsumgüter herauskommen. Und auch das Allermeiste, was wir aus der makroökonomischen Theorie kennen, das gilt unabhängig davon, ob Sie auf ein Land schauen oder einen größeren Währungsraum oder dergleichen. Aber Landesgrenzen werden natürlich dadurch bedeutsam, dass dort mehr Hürden für die sozioökonomische Kooperation aufgestellt sind, als wir es innerhalb von Landesgrenzen kennen oder auch innerhalb von integrierten Wirtschaftsräumen, wie etwa der Europäischen Union mit ihrem Binnenmarkt. Die versucht ja auch gerade, diese nationalen Grenzen möglichst so zu schleifen, dass es fast egal ist, in welchem Teil des Binnenmarktes man sich bewegt. Man kann trotzdem ungehindert, das ist zumindest die Idealvorstellung, mit allen anderen Akteuren in demselben Binnenmarkt interagieren. So, wo sind jetzt die Besonderheiten? Nun, die Faktormobilität ist typischerweise behindert. Innerhalb eines Wirtschaftsraums kann Arbeit und Kapital typischerweise sich frei sortieren. An Landesgrenzen kann man da schon, im wahrsten Sinne des Wortes, an Hürden stoßen. Etwa, weil man nicht migrieren darf, etwa, weil es Kapitalverkehrskontrollen gibt. Da ist also die Faktormobilität schon eingeschränkt. Was besonders wichtig ist, es gibt unterschiedliche Regulierungsregime, unterschiedlicher Schutz von Eigentumsrechten, unterschiedliche Regulierung bestimmter Märkte. Da unterscheiden sich also Wirtschaftsräume dadurch, dass es Landesgrenzen gibt. Und nicht zu vergessen, typischerweise sind auch die allgemeinen Tauschmittel, also die Währungen, an Landesgrenzen oder Wirtschaftsraumgrenzen gebunden. Ja, das heißt, es gibt schon guten Grund, dass es das Fach Außenwirtschaft im ökonomischen Studium gibt. Aber viel wichtiger ist mir eigentlich die Botschaft, dass ja, es gibt hier Besonderheiten, aber die grundlegenden Prinzipien, die sind universell und die wurden seltsamerweise oder kurioserweise, könnte man sagen, erst im Außenhandel richtig entdeckt. Ja? So, und wir können auch aus unserem allgemeinen Wissen basierend auf dem methodologischen Individualismus schon ziemlich schnell sagen, warum Freihandel eine gute Idee ist. Denn wir wissen, Handel ist eine freiwillige Aktivität, wo beide Akteure einen Nutzen draus haben, einen Gewinn draus ziehen. Und das ändert sich nicht dadurch, dass zwischen beiden eine Landesgrenze verläuft. Das heißt, alles, was den Freihandel behindert, behindert die beteiligten Akteure daran, ihren gegenseitigen Vorteil zu suchen. Und das verschlechtert die Situation in allen Wirtschaftsräumen. Deshalb ist also ein ziemlich fundamentales Freihandelsargument direkt zu ziehen aus dem allgemeinen Handelsaxiom, was Sie auch von Mises schon kennen. Ja? Handel ist eine freiwillige Aktivität, deshalb machen es Menschen nur, wenn sie sich dadurch besser stellen. Und alles, was sie daran hindert, ist offenbar ein Problem. Und es gibt eben typischerweise mehr Behinderungen im grenzüberschreitenden Handel, weil da politische Grenzen dazwischen sind, als innerhalb eines Landes. Aber wir können ziemlich direkt schlussfolgern, dass Freihandel etwas ist, von dem alle Beteiligten profitieren und es gerade kein Nullsummenspiel ist. Ja? Und es gibt leider dann sehr schnell auch so Fallen, in die man tappen kann, wenn man hier wieder von dieser Makroperspektive kommt und plötzlich meint, Länder, die ja das Aggregat von allen Akteuren darstellen, die innerhalb der Landesgrenzen agieren, selber wieder zu Akteuren macht. Ja? Mir unterläuft das auch manchmal, dass ich sage, die deutschen Exporte oder Deutschland exportiert oder importiert. Das ist natürlich nur eine Abkürzung. Deutschland exportiert überhaupt nichts. Ja, sondern Akteure innerhalb des deutschen Wirtschaftsraums tun irgendetwas. Ja. Das ist damit immer gemeint. Aber in der wirtschaftspolitischen Debatte werden plötzlich auch die Länder selber zu Akteuren und das führt einen schon aufs falsche Gleis. Ja, dann kommen nämlich die Vorstellungen, dass Länder miteinander handeln. Das tun sie ja nicht, sondern individuelle Akteure handeln miteinander, die zufällig in unterschiedlichen Ländern sitzen. Das ist aber schon alles. Ist auch nicht so, dass Länder miteinander im Wettbewerb stehen. Ja? Mit dem Wettbewerb stehen die Anbieter und Nachfrage auf den jeweiligen Weltmärkten, aber nicht die Länder. Ja? Und deshalb ist auch der Begriff der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein
zumindest sehr schillernder Begriff. Wenn man ihn ganz sauber und sehr eingeschränkt interpretiert, mag man dem vielleicht etwas abgewinnen. Aber die Vorstellung, ein Land könnte insgesamt wettbewerbsunfähig werden und deshalb aus dem Weltmarkt rausgekippt werden, so wie ein einzelner Akteur, ein einzelnes Unternehmen pleite gehen kann und dann nicht mehr mitspielt, so ist es eben nicht. Das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, warum das so ist. Ja, also viele Dinge, die wir von der individuellen oder unternehmerischen Denke her, also der betriebswirtschaftlichen Denke her kennen, werden dann schlichtweg auf das Niveau von Ländern gezogen, aber dort sind sie nicht mehr sinnvoll interpretierbar. Also Länder konkurrieren in dem Sinne nicht. Allenfalls konkurrieren sie als Standorte. Das kann man zwar sagen, es gibt einen Wettbewerb um die besseren Standortpolitiken. Ja, für wen ist man attraktiv als Investitionsstandort? Da kann man sinnvollerweise vom Wettbewerb sprechen. Aber sie sind nicht Wettbewerber im Sinne des Handels auf Gütermärkten. Ja? Denn das, was ein Land ja ausmacht, ist das ja, institutionelle Setting, das es anbieten kann. Das kann günstig sein, das kann weniger günstig sein. Ist es attraktiv, ziehe ich die Talente der Welt an, die wollen dann kommen, oder ich ziehe das Kapital der Welt an, das will dann kommen, alles fein. Darüber gibt es Wettbewerb. Und das ist vielleicht auch gut so, ja, dass wir nicht ein Weltregulierungsregime haben, sondern eher viele kleinere Territorien, die miteinander erstmal herausfinden, was eigentlich ein guter Wettbewerbs, was überhaupt eine gute Standortpolitik ist. So. Aber Wettbewerbsfähigkeit zu übersetzen von dem, was wir aus Unternehmensperspektive kennen, auf die eines ganzen Landes, das ist eben sehr oft zu kurz gedacht. Ja, das muss man schon sehr stark zuspitzen auf das, wofür Staaten, also Länder, auch also Staaten, Regierungen zuständig sind, nämlich auf die Politik, auf die Regulierungsregime. So, und wenn wir auf den Außenhandel schauen, sollte uns auch klar sein, wenn wir uns schon auf diese Aggregationsebene einlassen, dass wir mal auf ein ganzes Land schauen, dann sind die Importe das, was wir als, wenn Sie so wollen, was wir als Vorteil einheimsen können oder was wir als ja, Benefits, habe ich die hier mal genannt, einstreichen können. Und die Exporte sind die Kosten, das ist das, was wir hergeben müssen. Ja? Auch hier dominiert durch dieses betriebswirtschaftliche Denken auf Länderebene viel zu oft die Zahlungssicht. Für ein Unternehmen ist klar, was sind da die Erlöse? Das sind die Umsätze aus dem Verkauf von Gütern. Und die Kosten, ja gut, das ist das, was ich auszahlen muss, um Arbeit einzukaufen, Kapitalgüter einzukaufen und so weiter. Ja? Aber aus Sicht eines Landes, wenn wir uns schon auf diese Vogelperspektive einlassen, ist doch ganz klar, die Erlöse sind das, was ich eintauschen kann aus der übrigen Welt, also die Güter, die dafür ins Land kommen. Und das, was ich hergeben muss, sind die Exportgüter, weil mit den Gütern können dann andere Akteure disponieren. Die muss ich also abgeben. Ja, das ist das eigentliche Tauschgeschäft. Und wenn Sie mal an so Typen wie Donald Trump denken, der denkt immer, die USA, das ist eine große Incorporate und er ist der Boss. Ja? Und unsere Importe sind für, also die US-Importe sind für ihn die Kosten, dafür müssen wir ja was bezahlen. Und die Exporte sind die Erlöse, dafür bekommen wir ja etwas. Ja, was bekommen wir für Exporte? Wir bekommen für Exporte Importgüter. Ja? Das ist der eigentliche Tauschvorgang, um den es geht. Und ich werde Ihnen gleich nochmal zeigen, dass ein Exportüberschuss alles ist, aber kein Wachstumsmotor. Also Sie sehen schon, Sie müssen, wenn Sie schon auf die Landesebene gehen, müssen Sie auch konsequent umdenken und können dann nicht mehr Ihre betriebswirtschaftliche Perspektive einfach hochskalieren. So, Spezialisierung bedeutet ja, dass man das eintauscht, was andere billiger können und dadurch stellen sich eben alle Beteiligten besser. Dadurch kommen diese Handelsströme zustande und das wirkt wie eine produktivitätssteigernde Erfindung. Also ob Sie im Inland eine neue Technologie erfinden oder ob Sie einen Handelspartner in der übrigen Welt finden, der es Ihnen erlaubt, durch ein Tauschgeschäft zu mehr Gütern zu kommen, als Sie sonst im Inland hätten produzieren können, ist vom Ergebnis her gleich. Ja, also auch der Handel ist hochproduktiv. Das ist ja gerade lange Zeit gar nicht erkannt worden, wo man sogar meinte, der Handel, der sei explizit der unproduktive Sektor. Der würde ja nur die Güter, die schon da sind, irgendwie hin und her handeln. Nein, herauszufinden, wer etwas günstiger kann in der übrigen Welt, ist ebenfalls ein Beitrag zum allgemeinen Wohlstand.
Und viel zu selten wird die Konsumentenperspektive eingenommen, wenn es um den internationalen Handel geht. Es wird sehr oft immer aus Sicht der Exportunternehmen vor allen Dingen diskutiert und vielleicht sogar noch der importkonkurrierenden Konkurrenz im Inland. Aber am Ende des Tages, denken Sie bitte immer daran, wovon wir mal gestartet sind. Wir wollen, der Zweck des Wirtschaften ist es, an Konsumgüter zu kommen. Ja? Heute und in Zukunft. Das ist der Zweck des Wirtschaftens. Und deshalb muss sich auch der Außenhandel fragen, hilft er uns, an mehr Konsumgüter zu kommen, als wir sie sonst hätten, wenn wir alles selber produzieren würden. Und da stellen wir fest, vom internationalen Handel profitieren insbesondere die unteren Einkommensgruppen, weil der Anteil von Gütern, die international gehandelt werden können, in deren Warenkorb einen viel größeren Anteil ausmacht als bei den Wohlhabenderen. Ja? Denken Sie mal an T-Shirts. Ja? T-Shirts werden international gehandelt, sehr günstig zu bekommen. Hat jemand von Ihnen mal ein anständiges Hemd? So ein richtig teures, maßgeschneidertes Hemd entsteht in der Regel im Inland. Ja? Da gehen die Wohlhabenden wie vor 100 Jahren zu ihrem persönlichen Schneider und lassen sich das auf Maß zuschneiden. Da ist kein internationaler Handel dabei. Ja? Vielleicht für die Baumwolle, aber mehr auch nicht. Das heißt, die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung, können auch sagen der Globalisierung, kommt dann auf der Konsumentenseite eben sehr stark denjenigen zugute, die ein geringes Einkommen haben. Die profitieren davon. Deren reale Kaufkraft wird dadurch ausgeweitet. Große Teile des internationalen Handels ist der Handel mit Massenware. Ja, Transportkosten spielen fast keine Rolle mehr, ist mal von bestimmten Bottleneck-Situationen ausgenommen. Deshalb können Sie eben dann bestimmte Produkte dort produzieren, wo es wirklich am günstigsten ist. So, da will ich Ihnen hier ausdrücklich nochmal sagen, das ist eben wichtig, dass wir nicht immer nur diese Produzentensicht einnehmen, sondern am Ende des Tages muss es ja sogar um die Konsumentensicht gehen, denn für die veranstalten wir ja den ganzen Wirtschaftsprozess. So, zuweilen wird argumentiert, ja, aber macht denn Außenhandel ein Land nicht anfälliger für Schwankungen, für Schocks, wie wir das nennen, die dann von außen kommen? Dann haben wir zwar Spezialisierungsvorteile, aber die Volatilität nimmt zu, die Schwankungen nehmen zu, das kann doch auch nicht gewollt sein. Nun, das Gegenteil ist der Fall. Ja, wenn es sektorale Schocks gibt, wenn also ein bestimmter Sektor einen, ja, wie wir es nennen, wenn es dort eine gesamtwirtschaftliche Störung gibt und ein Land sich jetzt auf diesen Sektor spezialisiert hat, ist natürlich der Schock besonders groß, das ist klar. Aber das wird überkompensiert dadurch, dass die viel größeren Schocks von länderspezifischen Schocks ausgehen. Und wenn sie dort sehr stark diversifiziert sind, können sie eben hier die Volatilität sogar reduzieren, dadurch, dass sie eingebunden sind in die Weltwirtschaft. Und Diversifizierung ist eben ein viel besseres Instrument, um robuster zu sein, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung, als alles selber zu machen. Ja? Denken Sie mal auch an die Corona-Pandemie. Wir sind viel schneller wieder zu Masken und sonstigen Gütern gekommen, dank der Einbindung in die internationalen Handelsströme. Oder denken Sie daran, wenn Sie eine Chipfabrik im eigenen Land haben und die brennt dann ab, dann haben Sie gar nichts. Ja? Wenn die Chipfabriken überall in der Welt verstreut sind, dann kann auch mal eine abbrennen, aber dann wird eben nur ein Teil der Produktionskapazität nicht mehr verfügbar und andere können noch weiter liefern. So, und für die schiere Notfallversorgung, da bietet sich sowieso an, eine Bevorratung und nicht alles als Produktionskapazität aufrechtzuerhalten. Ich habe Ihnen hier mal einige Zahlen von den Covid-19-Gütern mitgebracht. Da sehen Sie, dass wir mitnichten nur abhängig waren etwa von einzelnen Ländern. Selbst der Anteil von China ist doch relativ gering. Schauen Sie hier, wie viele Zulieferer es gibt für einzelne Produkte. Also es ist nicht so, dass man dann sich so stark spezialisiert hat, dass alles nur noch von einem Land abhängt. Selbst bei diesen Covid-19-Gütern, diesen medizinischen Gütern, war die Produktdiversifizierung relativ hoch. Das gilt auch für die Medizinprodukte, wenn wir uns die EU-weit anschauen. Also es ist bereits eine hohe Diversifizierung erreicht worden. Es ist nicht so, dass alles nur auf Kante genäht war. Und das ist in der Berichterstattung meines Erachtens ein bisschen zu
sehr zugespitzt worden. Und auch der Welthandel hat sich sehr schnell erholt. Ich meine, Covid-Pandemie hieß, wir haben ökonomische Aktivität absichtlich unterbrochen, um dadurch eben auch Infektionsketten zu unterbrechen. Dass da natürlich der Handel einbricht, ist klar, wie jede andere ökonomische Aktivität auch. Aber dadurch, dass insbesondere auch diese Infektionswellen ja nicht weltweit voll synchronisiert waren, war die Einbindung in den Handel bereits ein Vorteil. Ja? Die Pandemie hätte uns so oder so erwischt. Ja? Aber die Handelsbeziehungen haben uns geholfen, aus dieser schwierigen Situation etwas Besseres zu machen, als wenn wir völlig auf uns allein gestellt wären. Auch hier ist zuweilen ein falscher Eindruck entstanden, als hätten wir diese Pandemie locker sozusagen an uns vorbeiziehen lassen können, hätten wir nicht dieses starke Exposure über den Außenhandel. Das ist Unsinn. Denn dieser Begriff der Resilienz, der jetzt immer wieder strapaziert wird, sagt zwar zu Recht, ja, man sollte Abhängigkeiten von einzelnen Ländern vermeiden, aber dazu gehört eben auch das eigene Land. Ja, es ist ihnen nichts geholfen, wenn sie alles selber machen, weil auch dann kann etwas schiefgehen und dann haben sie keine Alternativen, auf die sie zurückgreifen können. Deshalb ist die Einbindung in die Weltwirtschaft auch unter Resilienzgesichtspunkten etwas sehr Sinnvolles. Außerdem muss man Folgendes überlegen: In einer Krise neigt die Politik dazu, in eine Schockstarre zu treten, wo sie nur noch auf diese Krisenbewältigung fokussiert ist und dann fallen so Sätze wie, das darf uns nie wieder passieren. Manchmal kommt sogar noch der Nachsatz, koste es, was es wolle. Und das ist Unsinn. Ja? Wenn Sie eine Pandemie haben, die vielleicht alle 30 Jahre mal eintritt oder ein anderes seltenes Ereignis, was schwere Auswirkungen hat, aber nur sehr selten eintritt, dann ist es nicht gesagt, dass es sinnvoll ist, dieses Risiko unter allen Umständen auszuschalten. Es kann besser sein, alle 30 Jahre mal einen starken Einbruch zu haben, dann aber wieder die Vorteile der Spezialisierung und der internationalen Arbeitsteilung voll auszuspielen und dann hat man nach 30 Jahren vielleicht wieder einen Einbruch. Das kann, wenn Sie das sich so als Zeitfahrt vorstellen, dazu führen, dass wenn Sie diese seltenen Einschläge einkalkulieren, in Kauf nehmen, Sie im Durchschnitt viel besser fahren, als wenn Sie sich gegen alles Ungemach abschirmen wollen. Ja, genauso wie Sie in Ihrem privaten Leben ja Risiken eingehen. Sie schalten ja nicht alle Risiken aus. Wenn Sie das wollten, dann würden Sie auf eine kümmerliche Existenz zurückfallen. Ja, das tun Sie mit Bedacht, weil Sie wissen, okay, natürlich kann was schiefgehen. Natürlich kann ich beim Fallschirmspringen auch mal, kann ja vielleicht auch mal nicht aufgehen. Ja, das ist dann schlecht. Ja. Aber Sie nehmen bestimmte Risiken in Kauf. Sie setzen sich in Flugzeuge. Ja, die können abstürzen. Aber ein Auto kann verunglücken, alles richtig. Aber daraus den Schluss zu ziehen, das alles nicht mehr anzurühren, wäre vermutlich keine kluge Entscheidung. Ja? Also auch hier etwas kühler abzuwägen zwischen den Risiken, den Wahrscheinlichkeiten, dass sie eintreten und dem, was sie sich begeben, wenn sie diese Risiken vermeiden wollen. Dieses Langfristkalkül geht der Politik zu oft ab. Und Unternehmen neigen dazu, das ein bisschen kühler zu bewerten. Und man muss sie natürlich nicht zum Jagen tragen. Da, wo man die Spezialisierung möglicherweise zu sehr auf die Spitze getrieben hat, dass man sich abhängig gemacht hat von einzelnen Lieferanten in der Lieferkette, das haben die Unternehmen ja jetzt schon selber am eigenen Leib gemerkt und werden daraus ihre Schlüsse ziehen. Vielleicht sagen sie, okay, kommt nur selten vor, ich setze wieder alles auf einen Lieferanten. Okay, kann ja sein. Und andere sagen, oh, da habe ich jetzt doch gemerkt, das war ein bisschen zu spezialisiert, ich nehme lieber zwei oder drei. Ist ein bisschen teurer, aber da bin ich etwas sicherer. Kann auch eine gute Entscheidung sein. Aber die Entscheidung kann viel besser getroffen werden auf individueller Ebene als eine Entscheidung, die sagt, one size fits all. Ja? Und Unternehmen reagieren bereits. Ja? Also es gibt Unternehmensumfragen hier von den Kollegen vom IFO-Institut, die eben genau auf dieses Ereignis der Covid-Krise reagiert haben und in ihrer Lieferkette Umstrukturierungen vornehmen. So, und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas präsentieren, was unmittelbar anschließt an das, was wir heute Morgen diskutiert haben, als es um das Bruttoinlandsprodukt und mögliche Fehlinterpretationen ging. Nämlich den Mythos Außenbeitrag
hoffentlich mit Ihnen zusammen ein für alle Mal zu beerdigen. Das Missverständnis rührt daher, dass man meint, Außenhandel sei ein Nullsummenspiel und die Erfolgsgröße dabei sei der Außenbeitrag. Außenbeitrag ist der Saldo aus dem Exportwert und dem Importwert. Ja. Und da ranken sich jetzt Mythen, dass also diejenigen, die einen hohen Exportüberschuss haben, sind die Gewinner der Globalisierung und die Loser sind die mit dem negativen Außenbeitrag. Und der Begriff Außenbeitrag, da komme ich gleich noch darauf, der ist einer der unglücklichsten Vokabeln, die sich Ökonomen jemals haben einfallen lassen. Denn wenn Sie den Begriff Außenbeitrag hören, dann fragen Sie sich ja unwillkürlich, ja, wozu trägt denn der Außenbeitrag bei? Ja? Und genau dem gehen wir jetzt auf den Grund. Das Erste, worum ich Sie bitte, ist, machen Sie sich frei davon, technische Begriffe in irgendeiner Weise normativ aufzuladen. Und das ist leider hier bei dieser Thematik dringend notwendig und leider aber auch ja, aufgrund der Begrifflichkeit nicht ganz einfach. Also, wir haben hier viele merkantilistisch aufgeladene Begriffe. Wenn die Exporte größer sind als die Importe, ist hier erstmal ein nüchterner Befund. Mehr Güter ins Land, aus dem Land raus als ins Land rein gekommen, vom Wert her. Dann sprechen wir von einem positiven Außenbeitrag. Da kommen bei Ihnen doch gute Gefühle auf, oder? Was Positives. Kann doch nicht schlimm sein. Oder Außenhandelsüberschuss. Ja, Überschuss, Exportüberschuss. Das klingt doch solide. Ja? Wir hätten nicht gerne Überschüsse. Und einen steigenden Außenbeitrag nennen wir sogar eine Verbesserung. Ja, das kann nun wirklich nicht schlecht sein. Ja? Demgegenüber, wie nennen wir die Situation, wenn die Importe die Exporte übersteigen? Negativer Außenbeitrag. Nicht schön. Defizit, Außenhandelsdefizit. Boah, Exportdefizit, da fehlt irgendwas. Da ist was mangelhaft. Und einen sinkenden Außenbeitrag nennen wir dann eine Verschlechterung. Das sind alles technische Begriffe für eine Saldogröße oder ihre Veränderung. Mehr nicht. Also bitte machen Sie sich völlig frei. Denken Sie nicht in gut, böse, gut, schlecht oder so etwas. Auch wenn wir hier diese Vokabeln in die Welt gesetzt haben, wir werden die Vokabeln nicht wieder aus der Welt herausbekommen, aber vielleicht schaffen wir es ja, diese mitschwingenden Konnotationen abzuwerfen, die uns nämlich voll in die Irre führen. Ja? Nehmen Sie es einfach als das, was es ist, eine Saldogröße. Die kann einen positiven und einen negativen Vorzeichen haben. Mehr nicht. Und dann müssen wir eben bei grenzüberschreitenden Tauschprozessen Zahlungsströme von Güterströmen unterscheiden. Am Ende ist das, was uns interessiert, ich sagte es eingangs schon, sind Güter, mit denen wir disponieren und die uns irgendwie helfen, in unserem Leben zu einem hohen Wohlstand zu kommen. Das sind nicht die Zahlungsströme, die uns reich machen. Ja? Wenn Sie nicht gerade so einer Dagobert-Duck-Mentalität frönen, ist Geld immer auch nur ein Mittel, um an Güter zu kommen. Aber die eigentliche Bedürfnisbefriedigung kommt von den Gütern, nicht von dem Geld. Ja? Also nicht in Zahlungsströmen denken, sondern in Güterströmen denken. So, und die naive Sichtweise ist eben, dass man ganze Volkswirtschaften, Wirtschaftsräume wie Unternehmen auffasst mit der Fehlinterpretation, die ich Ihnen schon gerade genannt habe. Das ist ja typisches Trumpsches Denken. Ja? USA als großer Konzern, der hat Erlöse, das sind die Exporte, der hat Kosten, das sind die Importe und der Außenbeitrag ist der Gewinn. Ja, mit der Denke können Sie wieder in dieses Grün-Rot-Schema von vorhin einsteigen. Aber das ist natürlich ökonomischer Nonsens. Denn zu einer Volkswirtschaft gehören neben den Unternehmen auch die Haushalte. Und das sind die Konsumenten und um die geht es am Ende des Tages. Die einfach über Bord zu werfen und nur auf die Unternehmen zu schauen, zeigt schon den ganzen Stumpfsinn dieser Argumentation. Exporte sind nämlich aus Sicht der Haushalte erstmal Güter, die ihnen selber nicht zur Verfügung stehen. Und aus Sicht der Unternehmen sind es Güter, die sie nicht im Inland einsetzen können, um damit den Kapitalstock aufzubauen und in Zukunft noch mehr Konsumgüter zu produzieren. So, es ist erstmal weniger Güter, mit denen man disponieren kann. Die sind erstmal weg aus Sicht der gesamten Volkswirtschaft. Ich mag auch den Begriff Volkswirtschaft nicht, aber ich kriege ihn auch nicht mehr aus der Welt. Ja? Deshalb muss ich ihn leider weiter verwenden. Ich verwende ihn in unseren Konjunkturberichten nur, wenn es um China geht. Da spreche ich von der Volkswirtschaft, sonst immer nur von Wirtschaftsraum und so. Ja, gut.
So, die Importe sind die empfangenen Güter. Das sind die Güter, mit denen wir tatsächlich etwas machen können. Ja, Infrastrukturen aufbauen oder auch konsumieren, ja, direkt für die Bedürfnisbefriedigung. Also alles andere als etwas Schlechtes. Ja, das ist ja genau das, was wir im Außenhandel über die Grenze bekommen. Und der Außenbeitrag sagt uns dann nur, ob wir netto Güter an die übrige Welt ausleihen oder von der übrigen Welt geliehen haben. Mehr ist es nicht. Und das kann gut oder schlecht sein. Das hängt aber nicht davon, vom Saldo ab, sondern von anderen Bedingungen ab. Also wenn Sie wie Griechenland vor der Finanzkrise dort 10 Jahre lang nur Konsumgüter ins Land holen und sich dafür in der übrigen Welt verschulden, dann ist dieses Spiel endlich. Das kann nicht lange funktionieren. Ja? Irgendwann sind Sie überschuldet und dann hat Sie dieser Importüberschuss leider vor die Wand fahren lassen. Hätten aber dieselben Griechen den Importüberschuss genutzt, um damit ihre Infrastruktur aufzubauen, wären sie zu viel Wohlstand gekommen. Das ist also ein großer Unterschied, wofür man die Güter verwendet, nicht ob man Güter netto aus der übrigen Welt bezieht oder nicht. Ja. Und der Irrsinn trat dann eben auf, als man meinte, und jetzt müssen wir uns mit einem Exportüberschuss aus dieser Krise hier herausarbeiten. Das heißt, da muss ein runtergewirtschaftetes Land, soll dann plötzlich auch noch ein Kapitalexporteur sein für die übrige Welt. Ja? Wahnsinn. So, also der finale Zweck des Wirtschaftens sind die Konsummöglichkeiten und ob die außenwirtschaftliche Aktivität dem dient oder dem schadet, darum geht es. Ja? Und wenn ich von Konsummöglichkeiten spreche, dann meine ich natürlich nicht den schnellen Konsumrausch, Beispiel Griechenland, sondern tragfähige Möglichkeiten, die Bedürfnisse der Konsumenten zu bedienen. Heute und morgen und in Zukunft. Darum geht es. So, der Leistungsbilanzüberschuss geht nun mal mit einem Nettokapitalexport einher. Ja, die Güter, die wir mehr an die übrige Welt abgeben, als wir von dort beziehen, die müssen wir der übrigen Welt auf dem Kreditwege zur Verfügung stellen. Niemand anders kann das finanzieren als wir selber. Es kann zig Umwege nehmen durch die Finanzmärkte dieser Welt, aber am Ende ist immer das Nettoexportland, also Nettoexportland auf den Gütermärkten, zwingend immer auch das Land, was den Kapitalexport stemmen muss. Anders geht's nicht. Wir wollen unsere Güter nicht verschenken, wir wollen ja irgendwann wieder etwas zurückhaben dafür und sei es den Kapitaldienst geleistet sehen. Und deshalb ist hier die Kapitalseite unbedingt mitzudenken. Und beim Leistungsbilanzdefizit ist es eben umgekehrt. So, jetzt zeige ich Ihnen mal in dem beliebten Flussdiagramm, was Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben in der einen oder anderen Veranstaltung in der Schule. Also hier ein gesamtwirtschaftliches Flussdiagramm mit den großen Sektoren Unternehmen, inländische Unternehmen, private Haushalte, Staat, die halt miteinander interagieren. Und hier interessiert mich insbesondere der Kapitalmarkt, der die Salden zwischen allen Sektoren glattstellt. Wenn also die privaten Haushalte mehr Produktionsfaktoren an die Unternehmen verkaufen, ihnen zur Verfügung stellen, als sie von dort Konsumgüter kaufen, dann können Sie eine Ersparnis bilden und die stellen Sie auf dem Kapitalmarkt zur Verfügung. Dort können sich die Unternehmen diese Ersparnisse ausleihen und dann eben eigene Investitionen tätigen, also einen Teil des Produktionsergebnisses für den Kapitalstockaufbau nutzen. Das ist die Logik hinter so einem Flussdiagramm. Da kann man sich den Staat noch mit dazu denken. Und es gibt eben Sektoren, die diesen Kapitalmarkt speisen. Das ist typischerweise der private Haushaltssektor. Und die davon zehren, das ist typischerweise der Unternehmenssektor. So, und die übrige Welt spielt dann hier auch mit in einer offenen Volkswirtschaft. Nämlich, wenn unsere Exporte, also unsere im Sinne von inländischen Exporte, größer sind als die Importe, ja, dann hat das die übrige Welt natürlich das Problem, es muss mehr an uns zahlen, als es von uns bekommt. Woher bekommt es diese Mittel dafür, dass sie diese Zahlung leisten kann? Nun, sie müssen sich vorher bei uns die Kaufkraft dafür ausgeliehen haben. Das heißt, sie gehen an unseren Kapitalmarkt und sagen, wir möchten gerne mehr von euch kaufen, als euch zu verkaufen. Leiht ihr uns das Geld? Wenn ja, gibt es hier diesen Kapitalexport und die Güter können über die Grenze gehen. Oder umgekehrt, wenn die übrige Welt an uns mehr liefert, als wir an sie, dann würde die übrige Welt das finanzieren müssen. Ja, das heißt, mit einem güterwirtschaftlichen Überschuss oder Defizit geht immer ein entsprechend gegenläufiges auf den Kapitalmärkten einher. Ja, also ein Exportüberschuss auf den Gütermärkten ist dann eben ein Kapitalmarktdefizit. So,
Das Ganze nennt man die berühmte IS-Identität, dass also in einem Wirtschaftsraum die private Ersparnis identisch sein muss mit den Investitionen, die im Inland getätigt werden, einem möglichen Budgetdefizit, sollte der Staat ausnahmsweise mal einen Überschuss machen, wandert das auf die linke Seite, und den Außenbeitrag. Der muss auch aus der heimischen Ersparnis finanziert werden. So, und jetzt also nochmal die Frage, wozu trägt der Außenbeitrag bei? Viele meinen ja zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist das, was ich Ihnen heute Morgen schon mal gezeigt habe. Wieder ein gesamtwirtschaftliches Güterkonto. Vorleistungen werden natürlich erstmal weggeblendet und jetzt die Importe hier saldiert. Und dann erscheint ja wieder diese magische Identitätsgleichung und hier steht der Außenbeitrag. Ja. Der trägt jetzt in brachial-keynesianischer Lesart bei zum Bruttoinlandsprodukt. Ja. Je höher die Exporte bei gleichen Importen, desto höher der Außenbeitrag, desto höher das Bruttoinlandsprodukt. So ist die Vorstellung. Was meinen Sie, wie hoch das Bruttoinlandsprodukt hierzulande wäre, wenn Sie ab sofort die Importe stoppen? Nach dieser Brachiallogik müsste ja das österreichische Bruttoinlandsprodukt durch die Decke gehen. Ja? Werden ja keine Importe mehr abgezogen. Sie wissen, welcher Nonsens das ist, denn Sie nutzen ja die Importe, um diese Güter mit Ihren eigenen Produktionsfaktoren zu kombinieren. Dadurch werden diese heimischen Produktionsfaktoren noch produktiver, und zwar viel produktiver. Und deshalb haben Sie überhaupt erst ein hohes Bruttoinlandsprodukt. Ja. Würde sich Österreich hinter seine Landesgrenzen zurückziehen und alles selber machen, so eine Do-it-yourself-Economy werden, im internationalen Kontext, wäre das ein bitterarmes Land. Ja, Deutschland übrigens auch. Also bitte gehen Sie diesen Sichtweisen nicht auf den Leim. Und der Begriff Außenbeitrag, der rührt leider genau aus dieser Definitionsgleichung, als trüge dieser Saldo bei zum Bruttoinlandsprodukt. Ja, völlig falsch. Im Gegenteil, Länder wie Österreich, wie Deutschland, die sind deshalb so wohlhabend, weil sie sowohl viel importieren, als auch natürlich exportieren. Sie können nicht nur importieren, aber müssen sie auch exportieren, das ist schon klar. Aber es ist die Einbindung in die internationale Arbeitsteilung, die diese Länder wohlhabend gemacht haben. Ja? Andere Ressourcen haben wir keine. Und Österreich hat noch den Nachteil, es ist zwar ein großartiges Land, aber kein großes Land. Ja? Das heißt, je kleiner sie sind, desto schwieriger ist es überhaupt, alleine über die Runden zu kommen. Also desto eher sollten sie sich der übrigen Welt öffnen. So, und jetzt gibt es aber immer wieder den Satz, ja, Exportüberschussländer wachsen auf Kosten des Auslands. Ja. Es gibt kaum eine gesamtwirtschaftliche Debatte, wo nicht irgendwann dieser Satz fällt. Auch hier nochmal Herrn Trump zitiert. We are getting killed on trade. Und damit spielt er an auf die US-amerikanischen Handelsbilanzdefizite. Ja, und die bösen Germans hatte er da immer besonders im Visier. Ja, die den Amerikanern hemmungslos ihre BMWs liefern und sich einfach weigern, die schönen amerikanischen Produkte zu kaufen. Die einfach in Amerika lassen. Unerhört. Ja. So, ist das wirklich so? Überlegen wir nochmal, woher kommt das ökonomische Wachstum? Haben wir gesagt, das hat was mit dem Kapitalstock zu tun. Je mehr Kapitalgüter man hat, das ist die Infrastruktur, ne, all das, das sind die Maschinen, die Produktionsanlagen, all das, Forschungskapazitäten, das trägt den Wachstumsprozess. Dafür brauchen Sie Kapital. Und sonst ist die Alternative, ne? Kein Kapital, linke Variante, viel Kapital, rechte Variante. Also Kapital macht die heimischen Produktionsfaktoren produktiver. Das bedeutet aber, wenn wir das jetzt mal zusammendenken, ein Land, was einen Handelsbilanzüberschuss oder hier Leistungsbilanzüberschuss hat, ist ein Kapitalexportland.
Das heißt, es gibt Kapital an die übrige Welt ab. Und damit sinken im Inland im Vergleich zum Alternativszenario die Wachstumsmöglichkeiten. Wir haben für sich genommen weniger Möglichkeiten, den eigenen Kapitalstock aufzubauen. Teil des Kapitalstocks bauen wir im Ausland auf. Wenn es marktwirtschaftlich zugeht, ist alles fein. Aber das Wachstum der wirtschaftlichen Produktion, also der Produktionsmöglichkeiten, findet im Ausland statt. Wir partizipieren daran, weil wir uns natürlich den Kapitalexport verzinsen lassen. Ja? Verschenken das Kapital ja nicht, sondern wir wollen dafür ja Dividenden oder Zinseinnahmen, irgend so etwas haben. Das heißt, wir partizipieren dann daran, aber das reine Wachstum, wenn es ums Bruttoinlandsprodukt geht, das findet dann im Ausland statt. Während man im Inland bezogen auf die Bruttoinlandsproduktentwicklung für sich genommen besser dastünde, man wäre ein Importüberschussland, dann hätte man nämlich noch mehr Güter aus der übrigen Welt, die man im eigenen Land für den Kapitalstock aufbauen kann, muss dann natürlich die Kapitalgeber aus der übrigen Welt auch dafür bezahlen, also muss dann Dividenden und Zinsen und so weiter an die übrige Welt zahlen. Wenn es marktwirtschaftlich zugeht, ist auch dieser Kapitalverkehr für alle Beteiligten ein Nettogewinn. Ja, denn wir exportieren unser Kapital ja nur dann, wenn es im Ausland eine höhere Rendite erwirtschaftet, als wenn wir es bei uns selber investieren. Damit haben wir einen Vorteil davon. Und die ausländischen Kapitalempfänger werden es nur dann tun, wenn die Produktivität im Land für den Kapitalstockaufbau mehr hergibt, als sie uns dann später an Zinsen und Dividenden zahlen müssen. Also auch das ist ein Nettovorteil für das empfangene Land, wenn es marktwirtschaftlich zugeht. Ja? Also wenn es nach Renditegesichtspunkten auch der Kapitalverkehr läuft. Dann ist das alles wunderbar. Aber der reine Wachstumsaspekt, da geht es um das Bruttoinlandsprodukt. Und da ist ganz klar, dass ein Land, was ein Kapitalbilanzdefizit hat, also ein Leistungsbilanzüberschuss, das im Vergleich zu einer Alternativsituation hat dann tendenziell ein niedrigeres Bruttoinlandsprodukt, kein höheres, wie es der vermeintliche Außenbeitrag nahelegt. Ja? Sondern weil kontinuierlich Kapital in die übrige Welt abfließt, senken wir dadurch tendenziell unseren Wachstumspfad. Genau das Gegenteil von dem, was Merkantilisten meinen, am Außenbeitrag ablesen zu können. Ja, die Mechanismen sind doch da ganz andere als die, die so vordergründig in so einer Identität aufscheinen. Kein Wunder, denn eine Identität ist eine Identität, die kann überhaupt nichts über Kausalität aussagen. Ja. So, und das sehen Sie dann auch in Deutschland. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt kleiner als das Bruttonationaleinkommen. Im Bruttonationaleinkommen sind diese ausländischen Einkommen mit drin, die Deutschen dafür beziehen, dass sie jahrelang Exportüberschüsse realisiert haben. Rendite ist überschaubar, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir nicht die besten Investoren sind. Vor allen Dingen unsere öffentlichen Banken haben sich nicht immer als sehr gute Investoren erwiesen. Aber das ist eine andere Frage. Das sind die Germans selber dran schuld. Ja? Aber das sozusagen spiegelt sich dann wieder. Ja? Es kann insgesamt immer noch vernünftig sein, aber es sagt nichts über die Vorteilhaftigkeit des Außenhandels. Also das heißt, wozu trägt der Außenhandel Außenbeitrag bei? Berühmte Examensfrage von Herbert Giersch, dem ehemaligen Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft, bekam wohl jeder gestellt und darauf gab es nur eine Antwort, wenn Sie nicht durchfallen wollten. Und die hieß zu nichts. Ja. Ich würde sogar so weit gehen, selbst dem großen Herbert Giersch noch ein bisschen zu widersprechen und zu sagen, außer zur Verwirrung. Ja. Der Begriff ist wirklich denkbar schlecht gewählt. Ja, er leitet die Leute geradezu dazu, zu meinen, wir müssen den Außenbeitrag hochjatzen, der trägt zum Bruttoinlandsprodukt bei. Wie Sie sehen, auf Dauer dämpft er das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. So, einige Worte noch zum Protektionismus. Ja, also Versuche aller Art, die grenzüberschreitende wirtschaftliche Aktivität einzuschränken, nur weil zwischen den Beteiligten eine Landesgrenze ist. Ja? Dieselben Politiker würden zwei heimischen Akteuren niemals Knüppel zwischen die Beine werfen. Nur weil eine Landesgrenze dazwischen ist, meinen sie plötzlich, nee, das Geschäft darf nicht gemacht werden. So, und da sind ziemliche Kleingeister unterwegs. Das sehen Sie schon an diesem Auszug hier. Also
ja, jüngsten Handelsstreit zwischen USA und der Europäischen Union ging es dann in einer der vielen Runden von Sanktionen und Gegensanktionen dazu. EU verhängt Zölle auf Spielkarten, Feuerzeuge und Plastiküberzüge. Ja. Und die USA antworten mit Schutzzöllen auf Stahlnägel, Heftklammern, Draht und Kabel. Ja, können Sie sich im WTO-Regime frei aussuchen, wenn Sie der Meinung, wenn Sie das Recht haben, gegen einen ungerechtfertigten Zoll vorzugehen, können Sie sich frei aussuchen, welches andere Gut Sie dann von Ihrem Handelspartner ebenfalls mit Zöllen belegen. So, das wird nicht ausgewürfelt, das können Sie mal von sicher sein. Da stehen die Lobbyisten reihenweise Schlange und sagen, also, Heftklammern, da muss jetzt aber ein fetter Zoll drauf. Ja? Und wenn Sie gut vernetzt sind, dann kommt da auch ein fetter Zoll drauf. Denn Unternehmer sind immer Fans des Wettbewerbs, solange es um ihre Beschaffungsmärkte geht. Ja, wenn es um ihre Absatzmärkte geht, finden sie Konkurrenten nicht mehr so toll. Ja? Die haben auch eine sehr einseitige Sicht auf den marktwirtschaftlichen Wettbewerbsprozess. Und wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, staatliche Zwangsmittel in die Hand zu bekommen, um Ihre lästige ausländische Konkurrenz auf dem Markt für Heftklammern endlich loszuwerden, dann machen Sie das eben. Ja? Das heißt, hier wird dem Lobbyismus Tür und Tor geöffnet. Und deshalb kommt es zu diesen skurrilen, ich glaube, zwischenzeitlich war auch mal Orangensaft dabei und Harley Davidson und so etwas alles. Ja? Und da wurde dann vergolten mit, ich glaube, französischem Weichkäse und dergleichen mehr. Ne? Ja. Also es, so. Und es verfängt dieser Kollektivismus, der da mitschwingt, bis heute. Und selbst Unternehmen nutzen das aus. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Trigema ist ein deutscher T-Shirt-Hersteller und der wirbt tatsächlich, das ist eine gewisse Situationskomik, ungewollt wahrscheinlich, mit diesem Primaten. Weil er appelliert an unsere atavistischen Instinkte. Der will Ihnen weismachen, kaufen Sie mein Produkt, das wird nämlich in demselben Land produziert, in dem Sie auch leben. Das heißt, der Handelsvorteil bleibt unter uns, ja, uns Germans, in unserem Stammesgebiet. Ja, daher rührt das. Menschen sind ja jahrtausende lang in Kleingesellschaften sozialisiert worden. Da waren andere Stämme, waren im Prinzip Nahrungskonkurrenten oder sogar eine tödliche Bedrohung. Bis man irgendwann sehr spät in unserer Evolution auf die geniale Idee kommt, statt gegeneinander zu kämpfen, es mal mit Tauschprozessen zu versuchen. Ja, das hat sich dann durchgesetzt. Aber diese atavistischen Instinkte zu meinen, nur weil da jemand zufällig denselben Pass hat, ist es irgendwie besser, von dem ein Gut zu kaufen, als es vielleicht in Bangladesch zu kaufen. Damit werben selbst Unternehmen. Ja? Und das verfängt natürlich immer wieder. Ne? Buy German, buy British, buy American, finden Sie überall auf der Welt. Ja? Sie kennen die Leute überhaupt gar nicht. Ich kenne niemanden. Ich weiß nicht, ob mir die Beschäftigten von Trigema, ob mir die sympathisch sind oder nicht. Vielleicht sind es nette Leute, aber in Bangladesch leben auch nette Leute. Ja? Warum soll ich nur, weil wir denselben Pass haben? Ja? Genau darauf zielt diese Werbung ab. Passenderweise tatsächlich mit einem Primaten. Ja? Wird ganz an unsere Urinstinkte appelliert. Und Protektionismus ist leider nicht nur ein Zollthema. Das Zollthema haben wir sogar ganz gut in den Griff bekommen. Industriezölle zumindest in der westlichen Welt sind weitestgehend vom Tisch, bis auf diese Scharmützel, die Sie da gerade gesehen haben. Viel schlimmer sind die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, wo also Bedingungen aufgestellt werden, Standards aufgestellt werden, die die heimische Wirtschaft leichter oder Unternehmen im eigenen Land leichter erfüllen können als Ausländer. Ja? Ohne dass es dafür einen inhaltlichen Grund gibt. Und das ist das, was uns viel mehr zu schaffen macht derzeit in der internationalen Handelsarena. Auch Kapitalprotektionismus, da wird dann anderen Staaten verboten, Eigentumsanteile zu kaufen. Bei 50 Hertz hat der deutsche Staat entschieden, es ist ein Stromnetz, also wie heißt das, Übertragungsnetzbetreiber in Ostdeutschland. Bevor die Chinesen das kaufen, verstaatlichen wir das lieber. Ja. Hier dieser Hersteller von, ich weiß gar nicht, auch irgendwelchen technischen Produkten, der wurde dann
wurden Investitionsverbote ausgesprochen wegen militärischer Geheimnisse. Da kann man sicherlich drüber reden, dass man sagt, wenn es wirklich um militärische Güter geht, die wird man natürlich niemandem liefern wollen, der einen möglicherweise damit angreift. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Aber auch hier Vorsicht, nicht, dass plötzlich alles, also letztendlich kann man sich kaum eine zivile Technologie vorstellen, die nicht auch militärisch oder missbraucht werden kann. Also auch da Vorsicht, dass das kein Einfallstor wird. Na, und dann kommen solche Argumente, der naive deutsche Michel lässt China machen, nur weil die Chinesen bei uns Unternehmen kaufen wollen, wie KUKA beispielsweise, ein Roboterhersteller. Es ist dann also vom Ausverkauf der deutschen Industrie die Rede. Das bedeutet de facto, hier werden die deutschen Eigentümer einen Teil ihrer Eigentumsrechte entledigt. Denn zu den Eigentumsrechten gehört auch, ein Unternehmen verkaufen zu können. Und wenn Sie jetzt nicht mehr an den Höchstbietenden verkaufen dürfen, ist das de facto eine Enteignung. Ja, Teilenteignung zumindest. Denn das ist keine deutsche Technologie. Ich war an den Robotern von KUKA nicht beteiligt. Keiner hier von uns im Raum, vermutlich. Es gehört nicht uns, gehört den Eigentümern von KUKA. Ja? Also auch hier sehen Sie wieder diese kollektivistischen Anwandlungen. Es sei eine deutsche Technologie. Nein, es ist die Technologie von KUKA und die haben nun mal zufälligerweise ihren Standort hier in Deutschland. Ja. Diese Technologie darf nicht in ausländische Hand fallen. Tja. Und die nationalistischen Reflexe funktionieren in jeder Krise besonders gut. Da geht es nämlich sofort um Ausfuhrverbote. Plötzlich merkt man dann also doch, ui, wenn es ganz kritisch wird, sind vielleicht doch Güter gar nicht so schlecht, sie im Land zu haben. Allerdings genau dann wird der umgekehrte Fehlschluss daraus, dass man nämlich Exportverbote ausspricht. Das ging bei Medizinprodukten los, sogar innerhalb der EU am Anfang der Pandemie, wie Sie sich erinnern werden. Aber in jüngster Zeit, ist keine zwei Wochen her, fordert ein prominenter Politiker der Linkspartei in Deutschland ein Exportverbot für deutschen Strom nach Frankreich, um die Preise in Deutschland zu beruhigen. Ja? Deutscher Strom für Deutsche. Nur für Deutsche. Da sehen Sie, wie nah sich die Kollektivismen werden können. Und in solchen Krisenphasen wird das immer besonders sichtbar. Dann werden diese nationalistischen Reflexe plötzlich übermächtig und von internationaler Solidarität ist nicht mehr allzu viel zu spüren. Ja. Und wie gesagt, der merkantilistische Grundfehler dabei ist immer und immer wieder derselbe, Länder aufzufassen, als seien sie Unternehmen und die Konsumenten fallen dabei regelmäßig über Bord, obwohl es um sie ja geht im wirtschaftlichen Getriebe. Ja, ohne dass am Ende Konsumgüter entstehen, würden wir gar keine wirtschaftliche Aktivität ausüben. Es geht also um das Befriedigen von Konsumbedürfnissen, gegenwärtigen wie zukünftigen, deshalb sind die Investitionsgüter immer mit dabei. Und dann geht es einfach um die Frage, ja, kaufen, in diesem Fall in der übrigen Welt einkaufen oder selber machen, do it yourself. Ja. Das ist die Alternative, die sich in einem friedlichen weltwirtschaftlichen Kontext stellt, dass sich übrigens auch jederzeit, hier ist mal die Analogie sinnvoll, in jedem Unternehmen stellt, kaufen oder selber machen. Ja. Soll ich eine weitere Produktionsstufe mit integrieren oder lasse ich das lieber durch einen Zulieferer machen? Da wissen Sie auch, je mehr Sie in Ihre Produktionsketten integrieren, desto komplexer wird das Ganze. Irgendwann sagen, die Unternehmung wird nicht mehr zu managen sein, also werden Sie es lieber verschlanken. Ja? Es kann atmen, das hängt ab, das muss nicht immer gleich sein, aber diese Frage stellen sich eben jederzeit neu. Und so müssen Sie im Außenhandel jederzeit herausfinden, ist es günstiger, es selber zu machen oder es aus der übrigen Welt zu beziehen. Und es ist auf jeden Fall keine gute Antwort, es immer selber zu machen. Und der Kostenbegriff dabei ist immer und immer wieder derselbe, nämlich die entgangenen Konsummöglichkeiten. Das sind die ökonomischen Kosten, wenn es um die Frage geht, sollen wir eine bestimmte Produktion im Inland haben oder im Ausland? Ja, und in der politischen Debatte kommen dann manchmal ganz andere Kriterien. Dann geht es dann darum, wo werden am meisten Arbeitsplätze geschaffen oder so etwas. Ja. Das bedeutet aber im Prinzip, sind wir am wenigsten produktiv, da würden ja am meisten Arbeitsplätze entstehen. Ja, also es ist eine sehr seltsame Logik aus Sicht der Befriedigung von Konsumbedürfnissen. So, also man muss die Konsumenten und nicht die Unternehmensperspektive einnehmen, und zwar die langfristige, und dazu gehört natürlich auch die Unternehmen, aber eben nicht als dominanter Spieler. Und eine
Wirtschaftsordnung ist dazu da, auch das haben wir ja in den Eingangsvideos besprochen, genau das Gewinnstreben der Unternehmen so zu kanalisieren, dass sie damit nolens volens den Konsumenteninteressen dienen. Ja, es ist ja nicht so, dass Unternehmen tun lassen können, was sie wollen. Sie werden eingebunden in einen Prozess, der sie zwingt, am Ende das zu machen, was die Konsumenten für wichtig halten. Und nicht das, was sie vielleicht selber gerne produzieren würden. Ja. So, und noch einmal, Wirtschaftsräume, Länder sind keine Akteure. Anders als ein Unternehmen, was aus dem Marktprozess via Insolvenz rausgekickt werden kann, kann das ein Wirtschaftsraum nicht. Und der Unterschied liegt darin, dass sich ein Unternehmen die Preise nicht so zimmern kann, wie sie sie gerne hätte. Also ein Unternehmen ist auf der Beschaffungsseite mit Beschaffungspreisen konfrontiert, Lohnkosten und so weiter, die kann sie nicht einfach selber setzen. Und auf der Absatzseite kann es auch nicht einfach die Preise setzen und die Konsumenten müssen dann kaufen, sondern sie müssen eben Produkte kreieren, die sie so verkaufen können, dass sie damit mindestens ihre Kosten tragen. Wenn sie das nicht mehr können, fliegen sie raus. Denn die Preise selber können sie nicht einfach anpassen. Bei einem Wirtschaftsraum und damit einem Land ist das aber etwas anderes. Da können sich die Preise anpassen. Ja? Wenn ein Land immer unproduktiver wird, wird es natürlich ärmer, das stimmt schon, gegenüber der übrigen Welt. Aber die Preise, die Relativpreise im Außenhandel, passen sich dann so an, dass das Land trotzdem weiterhin mitspielen kann. Das hat ja weiterhin komparative Kostenvorteile. Wenn es aber eine schlechte Regulierungspolitik macht, eine schlechte Standortpolitik macht, ja, dann kann man dort relativ geringes Pro-Kopf-Einkommen nur noch erwirtschaften. Das liegt aber dann an den Standortbedingungen und nicht am Außenhandel. Ja, am Außenhandel kann es weiterhin teilnehmen. Nur die anderen mit der besseren Politik, die ziehen natürlich an ihnen im Pro-Kopf-Einkommen vorbei. Also es gibt keinen Grund, den Außenhandel einzuschränken. Ja. Gegenteil. So, und Free Trade, würde ich sagen, ist fair enough. Also das Überladen von Handelsbeziehungen mit allen möglichen sonstigen Zielen, insbesondere irgendwelche Kriterien zu knüpfen, Sozialstandards einzufordern, lokale Umweltstandards einzufordern, ist meines Erachtens natürlich gut gemeint. Die guten Absichten will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Obwohl die auch gekapert werden können von Lobbyisten, die als große Unternehmen vielleicht diese Standards leichter erfüllen können. Als kleinere Unternehmen, so ist das dann eine Möglichkeit, die lästige mittelständische und kleine Konkurrenz sich auf Distanz zu halten, gibt es auch. Aber von der politischen Absicht her würde ich da mal sagen, eher sehe ich da keinen Makel in der Absicht. Natürlich ist das aller Ehren wert, dass man auch für andere Menschen in der Welt gute Bedingungen schaffen möchte. Das ist ja was eigentlich etwas sehr Schönes, dass Menschen so denken. Aber leider führt das nicht über den Weg zum Ziel, dass man hier den Handel mit anderen Ländern daran knüpft, dass sie unsere sozial- und lokalen Umweltstandards einhalten. Denn das, was wir an Standards haben, ist Ergebnis unseres Wohlstands. Schauen Sie sich mal das Ruhrgebiet vor 50 Jahren an oder vor 60 Jahren an. War kein schöner Ort. Ja? Viel Umweltverschmutzung, Flüsse nicht sauber, Luft stark belastet und so weiter. Fanden die Leute das damals gut? Nein, fanden sie damals schon schlecht. Aber sie haben es in Kauf genommen, weil sie gesagt haben, gegeben der Produktion, die wir dadurch ermöglichen können und der Konsumgüter, die wir dafür bekommen, nehmen wir das in Kauf. Ja? Jetzt ist der Wohlstand in Deutschland über die Jahrzehnte immer weiter gestiegen und die Leute sagen, okay, Konsumgüter haben wir, sind immer produktiver geworden, jetzt wollen wir auch unsere Umwelt wieder sauber haben. Und plötzlich wurden die Flüsse wieder sauber, die Luft sauber und so weiter. Das war aber geknüpft daran, dass man ein hohes Wohlstandsniveau bereits erreicht hatte. Und Außenhandel, wie ich ja eingangs gesagt habe, ist für alle Beteiligte ein Produktivitätsmotor. Hilft also insbesondere den gering entwickelten Ländern, schneller zu uns aufzuschließen, als wenn wir sie auf Distanz halten. Das heißt, das Unterbinden von Außenhandel macht denen den Aufholprozess schwerer und damit wird es eben unwahrscheinlicher, dass sie unsere Standards erreichen können. Ja? Denken Sie auch an Kinderarbeit, das ist eine ziemlich harte Materie. Alle, davon können Sie mal ausgehen, alle Eltern, egal wo sie auf der Welt leben, lieben ihre Kinder gleichermaßen, im Zweifel mehr als sich selbst.
Und wenn irgendwo in einem armen Entwicklungsland Kinder bereits mit 14 Jahren oder vielleicht sogar noch früher in der Landwirtschaft, in den Fabriken mitarbeiten müssen, dann nicht, weil die Eltern sich weniger lieben, sondern weil es die schiere ökonomische Not erzwingt. Genauso wie hier vor 200 Jahren ja auch. Ja? Das wird überwunden dadurch, dass sich diese Länder entwickeln können. Und die wichtigste Hilfe, die wir ihnen geben können, ist, sie in unsere Handelsbeziehungen einzubinden. Nicht nur, weil dann sofort die Spezialisierungsvorteile realisiert werden können, auch weil das viel mit Know-how-Transfer zu tun hat. Es wird also auch die Ressource verfügbar, die sonst mühsam entwickelt werden muss. Und sie haben direkt Zugang zu unserem Vertriebssystem, also auch auf die übrigen Weltmärkte. Das ist alles etwas, wo wir enorm unterstützen können. Und dann werden Sie, das können Sie an allen Ländern beobachten, die diesen Aufholprozess hinter sich gebracht haben, dann werden die Menschen dort von ganz alleine höhere Standards sich selber setzen, weil sie sich erlauben können. Aber sie müssen dazu erstmal in die Lage gesetzt werden. Und das werden sie eben nicht, wenn wir die Standards als Voraussetzung dafür machen, mit uns Handel treiben zu dürfen. Also hier ist gut gemeint und gut gemacht leider sehr weit auseinander. Und das können Ökonomen, glaube ich, ganz gut erklären. Kennen Sie, ist ein berühmter Ausspruch, der wird sehr oft auch Frédéric Bastiat zugeschrieben, if goods can't cross borders, soldiers will. Handelsbeziehungen haben auch immer ein befriedendes Element, keine Garantie für friedliches Zusammenleben der Menschen, wie wir gerade wieder schmerzhaft erleben müssen. Aber Menschen, die sich im Handel begegnen, begegnen sich ja gegenseitig als Partner, als zwei Parteien, die sich gegenseitig zu mehr Wohlstand verhelfen. Sie bringen Menschen in Kontakt zueinander, sie bringen Kulturen zueinander. Die Hanse war eine sehr weltoffene Veranstaltung. Die war offen, wissbegierig, tolerant, auch gegenüber ganz anderen Kulturen. Die ganzen Handelsreisenden sind typischerweise eben so hanseatische Typen, ja, weltoffen. Die schauen nicht auf die Hautfarbe, auf die Sprache, auf die Religion oder sonst was. Die suchen attraktive Handelspartner und das erzeugt von ganz alleine eine Haltung der Toleranz. Und last but not least, und damit komme ich wieder zurück auf das NS-Regime, das wollte ja auch autark sein, unabhängig sein in ihrem Lebensraum, wie Sie das genannt haben, von der übrigen Welt. War eine gewisse Vorsichtsmaßnahme, denn wenn man ohnehin vorhat, aggressiv gegenüber der übrigen Welt aufzutreten, ist keine schlechte Idee, autark zu sein. Aber was bedeutet das? Wenn Sie jetzt an Rohstoffe oder sonst welche Güter kommen wollen, die es innerhalb Ihrer Landesgrenzen nicht gibt, dann bleibt Ihnen nur noch übrig, die Landesgrenze selbst zu verlegen. Das heißt, Autarkie hat auch immer den Keim der Aggression bereits in sich. Während umgekehrt freihandelsorientierte Länder, das können ganz kleine Staaten sein, beobachten Sie übrigens auch, dass kleine Länder typischerweise natürlich Vertreter des Freihandels sind, weil die könnten sich Autarkie gar nicht leisten. Bei denen sind die die entgangenen Spezialisierungsgewinne riesengroß. Aber das sind kleine Akteure, die gar nicht, und das ist etwas Positives, die Option haben, ihre Handelsbeziehungen als Waffe gegenüber anderen einzusetzen. Und deshalb finde ich es immer problematisch, wenn die EU so die dritte Weltmacht spielen will. Denn die großen Handelsmächte haben sozusagen den Nachteil, dass immer die Option winkt, wir könnten ja andere durch unsere Handelssanktionen irgendwie bedrohen. Ja, und es ist für das friedliche Zusammenleben der Menschen besser, sind kleine Einheiten, die gar nicht erst diese Option haben. Ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen idealistisch gedacht, weil es gibt noch andere Großmächte, die das ebenfalls tun und mit denen wir es uns sozusagen sehr schwer sozusagen vorstellen können, dass die von solchen Aggressionen ablassen. Aber generell ist sozusagen die Freihandelsidee nicht ganz zufällig sehr oft sehr prominent in kleinen Ländern, ja, die dann übrigens auch zu sehr viel Wohlstand kommen, ja, weil die sich eben gar nicht erst diese ganzen Scharmützel einbrocken, die mit Handelskonflikten ausgetragen werden.
Natürlich, wenn wir jetzt über eine Situation reden, der westlichen Allianz gegen Russland, wo es darum geht, eine solche militärische Aggression abzuwenden, da kann man natürlich über Sanktionen nachdenken. Ich glaube, das ist auch, könnten wir eigene Veranstaltungen zu machen, sicherlich ein, ja, also würde ich jetzt erstmal befürworten. Allerdings auch hier mal der Gedanke, Wirtschaftssanktionen können ja nur ein Mittel der Politik sein, in diesem Fall ja immerhin ein friedliches Mittel der Politik, wenn vorher Wirtschaftsbeziehungen bestanden haben. Also wenn wir vor 20 oder 30 Jahren gesagt hätten, Russland, ihr seid uns zu autoritär und so, wir wollen überhaupt nicht mit euch handeln, ja, wir kappen alle Verbindungen, dann hätten wir jetzt keine ökonomische Sanktionsoption. Dann bleibt nur noch die militärische. Sollte man auch mal überlegen. Das, was ich sagte mit dieser Größe ausspielen und immer wieder verleitet werden, diese Größe als Machtfaktor zu benutzen, das sehe ich dann eher als Problem zwischen den USA und der Europäischen Union, die sich wirklich völlig unnötigerweise gegenseitig das Leben schwer machen, nur weil sie es können. Ja? Wenn die, wie viel sind das, 50 amerikanische Staaten? Oder? 50, so. 50 amerikanische Staaten, wenn die sozusagen für sich wären und die 27 EU-Staaten auch für sich, kämen die nicht auf die Idee, Heftklammern, Tomatensaft und dergleichen mit Schutzzöllen zu belegen. Ja? So, damit mache ich Schluss und freue mich auf die Debatte und hoffe, dass ich Ihnen auch einige Anregungen gegeben habe und freue mich auch vor allen Dingen auf den Widerspruch, so er denn kommt.